Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist die 10. Idee von dieser Kartengestaltung dran. Danach ist Schluss, danach werde ich mich etwas anderem widmen. Vielleicht auch wieder Kartengestaltung und wieder andere Sachen. Mal sehen. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dalassen. Ja, was nehme ich heute? Das sind die neuen Karten. Ich verlinke sie euch alle unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt sie euch alle ansehen und natürlich alle nachbasteln. So, ich habe mich heute entschieden, natürlich für meine Grundmaterialien, die brauche ich nicht immer wieder sagen. Ich nehme Bastelband, Kordel, da habe ich jetzt die falsche Farbe da, die muss ich gleich nochmal austauschen. Dann habe ich mir rausgesucht diese beiden Washi-Tapes. Diesen Schmetterling. Dieses Papier von diesem Paperpad. Das ist von DoCraft und zwar habe ich mir da dieses Motiv ausgesucht. Ich habe mir dieses Papier ausgesucht und diese Karten, diese Faltkarte. Und dann habe ich einmal zum Ausstanzen Congratulations, diesen Schriftzug. Und ich möchte das Ganze nochmal probieren mit einem Herz, dass der Schmetterling in einem Herz ist. So, mal sehen, ob ich eine Karte hinbekomme aus diesen Materialien und dann würde ich sagen, wir starten. Der erste Schritt wird sein, dass ich mir aus diesem Papier ein Herz ausstanze und den Schriftzug. So, ich habe vorbereitet einmal die Wimpelkette. Und zwar, wer nicht weiß, wie man die sich anfertigt, ich verlinke euch das Video oben in der Ecke beim i. So sieht der Schriftzug dann aus und so das Herz. Da haben wir den Schmetterling, da die Wimpelkette. Da das Washi, das hätten wir alles. Jetzt brauche ich noch dieses Papier. Ich glaube, da gibt es sogar große Blöcke davon. Also ich finde dieses Papier richtig toll. Das ist so richtig mein Stil. Ich kann es mal kurz durchblättern. So, und da habe ich mir das ausgesucht. Da habe ich die Karte dazu. Und das bringe ich jetzt einfach... Das passt sogar fast... Nur ein bisschen was steht über, minimal. Aber ich kann das noch nicht aufbringen, weil ich ja die Wimpelkette dahinter versteckeln möchte. Okay. Ich nehme jetzt erstmal an der Seite und an der Seite 2 mm weg. Also ganz, ganz, ganz wenig. Das, was eben gerade übergestanden hat, ist echt ganz, ganz wenig. So, das passt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Ganze anordne. Meine Wimpel muss natürlich oben hin. Entweder mache ich sie dann so hin oder ich mache sie wieder schräg. Jetzt lege ich mir erstmal mein Herz hin. Das ist schon ein bisschen größer, also werde ich es doch vielleicht so machen. Der Schmetterling soll ja auf das Herz drauf, das wäre dann so. Und den Schriftzug hätten wir ja auch noch. Da es ja so ist, das Zentrum hier unten und da soll ja auch Washi-Tape hin, werde ich jetzt einfach mal hier unten das Silberne nochmal hinmachen, was hier ist. Und eigentlich wollte ich das auch nochmal hier unten haben. Also werde ich das jetzt einfach mal machen. Washi-Tape kann man ja zur Not abziehen. Ich mache das jetzt hier mal komplett hin. Einmal. Wobei das Silberne eigentlich reichen würde, finde ich jetzt. Oder? Ich hatte das nämlich so geplant. Das Herz ist allerdings ein bisschen größer. Oh, geht gerade so. Da der Schmetterling und da oben die Wimpelkette hin. Würde schon ausreichen. Wenn ich jetzt hier das andere Washi noch hinmache, ne, das versaut das Bild. Super, da haben wir es doch schon. So, Washi klebt. Das hier mache ich mit Prittstift fest.
Oder ich nehme eine kleine doppelseitige Kleberolle. Das kann ich auch machen. Ich kann hier die dünne, das, genau, damit mache ich das fest. Dann mache ich mir hier einen Streifen hin, klebe das drauf. Ich klebe das Herz fest, ich klebe den Schmetterling fest und ich klebe die Kette hier so fest. Die mache ich dann zum Schluss, wenn das andere ist. Und zwar kann ich die dann hier links und rechts auch mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Und die Schnüre mache ich hinten fest. Ja, super! Toll! So, letzter Schritt. Ich klebe das auf meine Karte drauf, auf meinen Kartenrolling. Und es hält alles. Sehr schön. So, das wäre die 10. Runde aus der Kategorie Gestalte eine Geburtstagskarte mit einer Wimpelkette und mit einem Zentrum unterhalb der Karte. Ja, ich werde noch ein Gesamtvideo dann drehen, wo ich für all diejenigen eine Zusammenfassung mache. Wen es interessiert, schaltet die nächsten Tage ein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, wie euch das Ganze gefallen hat und ob ich sowas nochmal machen soll. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also die Karte gefällt mir fast am besten. Nee, gut. Ich habe 2, 3 Favoriten. Dazu äußere ich mich dann aber in dem Zusammenfassungsvideo. Ja, es wird so weitergehen und falls es euch interessiert, einfach die nächsten Tage wieder einschalten. Also bis dahin, tschüss, eure Katrin.